Da Future Trunks nun offiziell in Dragon Ball Super zurückkehren wird und im nächsten Arc eine wichtige Rolle spielen wird, habe ich mir gedacht, es ist jetzt die Zeit, ein kleines und kurzes Video rund um 10 Fakten rund um Future Trunks zu machen. Einige Fakten davon sind wahrscheinlich bekannt, andere davon eventuell nicht. Schreibt mir gerne eure Kommentare und Meinungen und vielleicht auch die Fakten, die ihr kennt, unten rein und lasst uns dann direkt mit Fakt 1 anfangen. Future Trunks ist der erste Hauptcharakter in der gesamten Dragon Ball Geschichte, welcher direkt als eine gute Person in die eigene Saga startet. Sowohl Tenshinhan wie auch Piccolo und Vegeta sind alle drei als Bösewichte in die eigenen Sagen gestartet und erst später dann zu mehr oder weniger Freunden der Z-Truppe gewachsen. Die Trunks Saga ist offiziell die 6. Saga in Dragon Ball Z und dauert gerade mal 8 Episoden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Manga und dem Anime bezüglich der ersten Verwandlung von Future Trunks zum Super Saiyan. In dem Manga ist es so, dass man sieht, wie Future Gohan mit Future Trunks trainiert und Future Trunks bereits ein Super Saiyan ist. Interessanterweise ist er dort richtig schwach, was auch den krassen Unterschied zwischen den damaligen Super Saiyans und den unserer aktuellen Zeitlinie darstellt. Im Anime wiederum sehen wir eine der historischsten und bewegendsten Szenen, als Future Trunks sich erst verwandelt, nachdem Future Gohan von den Androids getötet worden ist. Das war im TV-Special History of Trunks. Auch wenn Vegeta sich selbst als der Prince of All Saiyans bezeichnet, stimmt das spätestens mit der Geburt von Trunks ja nicht mehr. Da Vegetas Vater schon gestorben ist, ist Vegeta eigentlich der König der Saiyans und Trunks somit der Prinz nach seiner Geburt. Da aber in der Zeitlinie von Future Trunks Vegeta auch gestorben ist, ist Future Trunks aktuell der König von allen Saiyans. Aber auch wenn der einzige noch lebende Saiyan nach den Ereignissen sehr wahrscheinlich nur noch der Bruder von Vegeta ist, Tabel. Tabel haben wir kennengelernt im TV-Special Yo, Son Goku und seine Freunde kommen zurück von 2008, somit ist Tabel auch wirklich kennen und er sollte eigentlich in der Zeitlinie von Future Trunks immer noch leben. Future Trunks ist die letzte Person, die mit einem Scouter nach seinem Power Level gescannt worden ist in Dragon Ball Z. Das war bei der Ankunft von Freezer und er wird von einem Soldaten von Freezers gescannt und sein Power Level wird auf 5 gemessen, was natürlich nicht stimmt, da er seine Kraft natürlich unterdrückt hat. Zwischen den ganzen Anime-Erfindern in Japan gibt es einen großen Respekt und so hat auch Kazuki Takahashi, der Erfinder von Yu-Gi-Oh! Akira Toriyama, einen Respekt gezollt. Denn Future Trunks basiert als Grundlage für eine Yu-Gi-Oh! Karte. Das ist die Yu-Gi-Oh! Karte Tyler the Great Warrior, welche übrigens auch nur einmal gedruckt worden ist und somit auch nur einmal im Umlauf ist. Die Herkunft des Schwertes von Future Trunks ist bis heute ein Rätsel bei allen Dragon Ball Fans. Viele glauben, dass Trunks sein Schwert von Tapion erhalten hat, wie wir es im Dragon Ball Z Movie Special Dragon Force Ryuken sehen. Das kann aber eigentlich gar nicht stimmen, da die Movies zum einen nicht kennen sind und Kid Trunks nicht zu dem Future Trunks aufwächst, der in der Zeitlinie zurückreist. Somit haben wir eigentlich keine Ahnung, woher Future Trunks sein Schwert hat. In der Zeitlinie von Future Trunks haben Android 16, 19 und 20 nie existiert. Warum diese aber in der eigentlichen Zeitlinie von Dragon Ball Z erscheinen, wird nie eindeutig geklärt. Trunks spricht vom Butterfly-Effekt durch seine Zeitreisen, welche die Ereignisse verändern allein durch die Tatsache, dass er in der Vergangenheit reist. Aber das ist auch nur eine Theorie, die nie weiter erläutert wird. Future Trunks ist bei seinem ersten Erscheinen auf der Erde 60 Kilogramm schwer und 1,70 Meter groß.
Sein Lieblingsessen ist Bento, eine in Japan in Gemischtwarenläden verkaufte Speisenart. Eigentlich ist es einfach ein Behälter mit unterschiedlichen Arten von Essen, welche von einer Trennwand getrennt werden. Future Trunks hat nie einen zähen Affenschwanz gehabt, im Gegensatz zu seinem Vater Vegeta oder selbst Gohan als erstes Kind von Goku. Dies wird nie angesprochen oder erläutert und es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, da Future Trunks das erste Kind von Vegeta ist und daher genauso wie Gohan einen Affenschwanz haben müsste. Akira Toriyama hat bereits erläutert, dass die Saiyan-DNA für den Affenschwanz ein rezessiver Gen ist, was bedeutet, dass es mit der Fortpflanzung nicht weiter in Erscheinung treten muss. Jedoch gehen sehr viele Fans und ich persönlich auch davon aus, dass Akira Toriyama einfach vergessen hat, dass es so etwas wie Saiyan-Affenschwänze gab. Es gibt mehrere Widersprüche in der ganzen Dragon Ball Geschichte, die aus seinem schlechten Gedächtnis zurückzuführen sind. Weiterhin ist Future Trunks der einzige bekannte Saiyan oder Halb-Saiyan, der keine schwarzen Haare besitzt. Und mein letzter Fact, Future Trunks ist genauso gestorben wie sein Vater. Beide sind durch Death Beams durch die Brust getötet worden. Vegeta damals von Freezer in der Namek-Saga und Future Trunks von Cell in der Cell Games-Saga, nachdem Cell als perfekte Form wiedergekehrt ist, nachdem er sich selbst in die Luft gesprengt hat. Die Attacke dabei war einmal von Freezer seinen bekannten Death Beam und da Cell Freezers Gene hat, konnte er auch die Attacken von Freezer nutzen und hat einen sehr, sehr ähnlichen Death Beam gemacht und damit Trunks getötet. Das sind sie nun, meine 10 Fakten rund um Future Trunks. Wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare und Meinungen, was ihr für Fakten noch auf petto habt. Und ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, welche 10 Fakten von welchem Dragon Ball Charakter ich vielleicht dann als nächstes machen soll. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao. Ich bin da mal raus.